Ist recht, wenn ich keine... Alter, den hat's auch wieder durch die Luft geschleudert. Ist recht, wenn ich keine Fähigkeit zur Verfügung habe. Den hat's auch nochmal durch die Luft geschleudert. Luke, sieht er mich? Er sieht mich einfach nicht. Doch, er sieht mich wahrscheinlich, ne? Der Typ sieht mich nicht. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Vorherrschaftsrunde in Battlefront 2. Nice, auf Scarif und auf der dunklen Seite. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich in Vorherrschaft eigentlich immer die dunkle Seite lieber. Ein galaktischer Angriff hängt das halt eben immer davon ab, welche Seite gerade Angreifer oder Verteidiger ist. Da spiele ich nämlich als Angreifer immer lieber. Denk mal, so wird's. Da bleiben wir erstmal drin. Ich glaube, zumindest bei galaktischer Angriff wird es den meisten auch ähnlich gehen, dass die Angreiferseite mehr Spaß macht. Wie immer, könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist da ja der ein oder andere dabei, der als Verteidiger lieber spielt. Aber ich finde es allein auch schon für Killstreaks irgendwie interessanter. Und natürlich auch, dann hat man was Vernünftiges zu tun, als anstatt immer irgendwie was verteidigen zu müssen. Und Plan für heute wäre natürlich erstmal, wenn es klappen würde, Held zu werden. Aber ich glaube, da habe ich hier die Points jetzt vom Kommandopunkt C und so weiter gar nicht mitgenommen. Habe ich gar nicht richtig darauf aufgepasst. Ansonsten hätte ich Bock, hatte ich ja letztens auch mal in der Folge gefragt, mal Bock mit einer Verstärkungseinheit reinzugehen. Vielleicht Todeshoppler oder sowas, da mal versuchen, eine möglichst lange Killstreak zu machen. Das wäre, glaube ich, mal ganz interessant, anstatt dass ich halt eben immer nur auf den Helden oder so schwitze. Dass wir da halt eben mal ein bisschen Abwechslung drin haben. Ansonsten, ich farm erstmal die KI weg. Ist das einer? Ja, das ist eine KI-Einheit. Da hinten sind keine KI-Einheiten. Komm schon, Granate, machst du noch was für mich? Wie bin ich noch am Leben? Geil, Alter. Ich bin noch am Leben. Leben auffüllen. Und direkt sind so viele, ich weiß nicht, wie ich anschießen soll. Alter, wieso lebe ich noch? Vanguard ist wahrscheinlich mein Untergang. Nein. Der gehört zu uns. Hä? Geil, Alter, wie habe ich das denn überlebt? Der kriegt auch nochmal was ab. Ach. Zweimal knapp verfehlt, schade. Aber ey, 4000 Points im ersten Leben? Scheiße, wen nehme ich denn dann? Darth Vader oder Bosk? Ich total überraschend, dass ich Held geworden bin. Zweiter Platz irgendwie? Vielleicht. Ich habe jetzt einfach intuitiv auf Bosk geklickt. Das war aber, glaube ich, eine schlechte Wahl. Das wird sich jetzt zeigen. Ansonsten. Als Notfallplan steht immer noch der Todestruppler zur Verfügung. Na gut, schauen wir einfach mal. Platzieren wir hier einfach ein paar Minen hier noch hin, falls einer durch möchte. Ich hoffe, ich habe die richtigen Sternkarten für Bosk ausgerüstet. Und zumindest hier muss ich keine Angst haben. Okay, euch sehe ich. hier muss ich zumindest keine Angst haben vor einem Anakin, der mich easy wegmachen könnte. Luke ist aber genauso gefährlich. Der hat natürlich auch zwei Push-Fähigkeiten, zwei Umwehrfähigkeiten. Da muss ich aufpassen. Und es scheint, ich habe die richtigen Sternkarten ausgerüstet mit der Verlängerung von den Granaten. Das ist einfach mega stark. So. Und da kommt auch schon einer. Ja, er hat auch Angst vor mir. Sehr gut. Ne, immer so gegenseitig sich ein bisschen respektieren. Wie gesagt, normalerweise jage ich keinen Helden hinterher, es sei denn, er ist halt eben entweder low oder ich brauche halt eben das Leben. Sonst finde ich das aber... Ne, ich finde es ja auch blöd, wenn ein Held hinter mir her ist. Warum sollte ich dann hinter einem anderen Helden hergeiern? Alter, was ist das denn für ein Ausblick? Okay, konzentriert. Und zurückziehen erstmal, ne? Nichts überstürzen. Erstmal ruhig hier... zurückziehen, Leben zurückbekommen, ganz entspannt runterspielen das Ganze. So. Boah, den hat's ordentlich zerfetzt. Alter, aber das war gerade so geil mit der Thermalsicht, so viele Gegner zu sehen. Machen wir direkt nochmal. Oh, da stehen die direkt hier vorne. Aber vor so einem Wookie muss ich aufpassen. Erst recht, wenn Yoda dem Leben gibt. Oh nice, ISB-Agent hat mich aufgefüllt. Ehre, danke. Aber hat mir gerade der Thermalimploder hat mir gerade gefühlt das halbe Leben abgezogen. Oh, Lichtschwert höre ich. Ich werde Lichtschwert. Alter, ich komme mir gerade vor wie Boba Fett. So übelst defensiv, voll ängstlich am Spielen. Ey, 13 Kills aber schon, ne?
Ah, ich sollte nicht zu übermütig werden. Yoda macht ein bisschen Stress hier, muss man sagen. Ja, 14. Aber ich bin ehrlich, mit 20 wäre ich auf jeden Fall schon zufrieden. 30 wären aber richtig geil. Ah, jetzt ist ungünstig. Jawohl, nochmal aufgeladen die Fähigkeit. Denn es ist ungünstig, wenn die leer läuft. Scheiße. Wie jetzt zum Beispiel. Läuft immer noch irgendwie ein Wookie rum. Dem gebe ich einfach mal schön so eine Krallenschelle ab. Und die Gegner, jawohl, die machen endlich mal was. Die erobern irgendwas. Die ist da hinten, okay. Würde ich mich mal vorsichtig hinwagen. Ah ne, jetzt haben wir A erobert. Ja, gut, machen wir hier Entdeckung. Aktivieren wir unsere Fähigkeit. Schauen uns mal um. Ah, Lando ist da am Start. Ja, dann müsste ich mich jetzt nicht unbedingt einmischen, ne? Erst recht, wenn der mich irgendwie schocken würde. Obwohl, Palpatine macht da auch irgendwie was. Komm, den nehme ich noch mit. Den nehme ich nicht noch mit. So. Ah, okay. Lando ist tot. Gut. Ich helfe mal hier mit einzunehmen. 21. Es sieht ganz gut aus, aber es muss halt eben nur einen Raketentruppler angehen. Für mich ist Anakin und die Raketentruppler, wenn ich als Boss spiele, meine Erzgegner. Meine Erzfeinde. Ist recht, wenn ich keine... Alter, den hat es auch wieder durch die Luft geschleudert. Ist recht, wenn ich keine Fähigkeit zur Verfügung habe. Den hat es auch nochmal durch die Luft geschleudert. Genau in meine Falle getappt. So habe ich mir das doch vorgestellt. Und da kommt der Raketentruppler. In meine Falle. Komm, direkt ausschalten, bevor der irgendwie hier Faxen machen kann. So. Machen wir noch irgendwo mal kurz Dioxis hin. Alter, was? One-shotte dich mit den Granaten, die KI einhalten? Gut, jetzt ist ausgelaufen. Jetzt kann ich hier nicht testen. Dann gehe ich erstmal zurück. Ja, 29. Ey. Nicht schlecht. Wir sind bei 50%. Aber nicht zu übermütig werden. Und so. Ja, beim Wookie muss man immer so viele Granaten verschwenden. Oh ne, das ging jetzt schnell. Gut. Gehen wir mal... ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh, und ich weiß, wo ich hingehe. Nämlich weg. Da ist direkt ein Wookie gespawnt. Wo kriege ich die Kills her? Was ist hier los? Mal wieder ein Match, wo ich nicht folgen kann, aber im positiven Sinne. Und ich muss aufpassen, jetzt irgendwo Lando. Und Yoda ist auch am Start, jawohl. Okay, 37 Points schon, 37 Kills. Okay, nächstes Ziel 50. Na gut, die Herausforderung nehme ich an. Ah, da kommt Luke. Ja, vor dem sollte ich auf jeden Fall Respekt haben. Ist halt eben kritisch, wenn wir hier so durchpushen. Ah ne, jetzt haben die Gegner 3 Kommando Points. Gut, weil wenn wir halt eben hier durchpushen, habe ich halt eben viel weniger Zeit, als wenn es ein ausgeglichenes Match wäre. Ich ziehe weit. Oh, zu C. Oh, die Gegner nehmen C ein, ja? Das ist so geil, wenn passiv die Kills reinkommen. So, wieder in Sicherheit aktivieren, mal einen kleinen Überblick verschaffen. Den wegmachen. Den Raketentuppler schnell wegmachen. Ah, mach doch nicht sowas. Da sind direkt zwei. Und ich krieg keinen Tod. Ja, geht doch. Den nimmt ihr nicht auch noch ein, den Commando Point. Der gehört mir. Und das denkt der nächste, Alter. Nein, vor diesem Duell habe ich ultra Angst. Genau deshalb. Genau deshalb. Genau deshalb. Nein, ach Mann. Ah, ey, ich hab's vorher auch noch gesagt. Und dann habe ich ihn am Ende auch noch killen können. Aber dann hat der mich vorher schon gekillt. Das ist so blöd. 44 habe ich aber gemacht. Ey, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Jetzt noch ein bisschen Todestruppler-Action. Alter, was ist denn jetzt los? Die Gegner sind ja übelst am Reinpushen. 4 Kommando-Points haben die. So, wir erobern B, C haben wir gerade bekommen. Jawohl. Da haben wir irgendjemand weggesprengt gerade. Jetzt muss ich aufpassen. Wo ist denn Han Solo? Da ist er. Der wird demoliert und auseinandergenommen. Das war meine Rache. Ja, kaum bin ich hier nicht mehr Held, geht's hier drunter und drüber. Was ist hier los?
Wer nimmt hier was ein? B nehmen die Gegner ein? Ah, hier sind wir, okay. Ah, bin sowieso der Letzte, der so gekämpft hatte. Dann nochmal ganz sneaky. Die sollen sich erstmal hier sicher fühlen. Ich habe einen Kill bekommen. Luke, sieht er mich? Er sieht mich einfach nicht. Doch, er sieht mich wahrscheinlich, ne? Der Typ sieht mich nicht. Er sieht mich einfach nicht. Er hat mich einfach nicht gesehen. Nicht schon wieder so einer. Da, jetzt hat er mich gesehen. Lauf! Ah, nicht gut. Komm. Ach, geile Granate wieder. Standard, muss so sein. Jetzt wieder vor Luke verstecken. Luke, du siehst mich nicht. So, einfach mal. Das ist die vierte Fähigkeit. Der Machttrick. Beziehungsweise der Gedankentrick. Bei 9 Kills bin ich erst. 10. Ein Assist bekommen, gut. Oh, da kann man, nein, 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 nicht sterben, jetzt nicht sterben. Ich habe schon so lange überlebt. 9 Leben. Zusatzleben. Ach, und nicht so einer schon wieder. Oh, da kam ein zweiter direkt dahinter geflogen und der hat mich da weggesprengt. Ah, sind wir jetzt hier sauber am Gewinnen, das Match. Hat mich sogar nice auf den ersten Platz gekämpft, geil. Total unabsichtlich. Total unabsichtlich, aber freut mich, wenn es dann unerwartet gut läuft. Und da ist der Sieg. 90 Eliminierung, 70 Kills, 5 Verluste nur. Alter, was ist denn das für eine KD? Und leider nur, beziehungsweise, was heißt nur, 44 Kills mit Boss. Da wären die 50, die wären schon geil gewesen, wenn die drin gewesen wären. Aber gut, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wie immer natürlich Like da lassen, gerne einen Kommentar da lassen. Zum Beispiel, ob ihr bei Galaktischer Angriff lieber auf der Angreiferseite oder der Verteidigerseite spielt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.